Mein Bruder fragt, was soll man machen, wenn man Einflüsterung hat, dass man sich so die ganze Zeit Allah vorstellt, also wie er aussieht. Was kann man machen, wenn man die ganze Zeit Einflüsterung hat, wie Allah subhanahu wa ta'ala aussieht? Dass man die Ayah richtig verinnerlicht, wo Allah sagt, Laysa kamithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah. Schau mal nach Ekel. Wir alle könnten niemals Allah beschreiben. Warum? Natürlich nur anhand der Namen und Eigenschaften, die er selbst genannt hat, subhanahu wa ta'ala. Aber wie Allah jetzt aussieht, können wir das beschreiben? Können wir uns das vorstellen? Können wir träumen, wie Allah aussieht? Natürlich nicht. Laysa kamithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah. Und es ist uns verboten, wenn Allah sagt, nichts und niemand ist wie Allah, dann wie kannst du ihn dir vorstellen? Manch einer sagt, im Traum habe ich das und das gesehen. Wir sagen, was du im Traum gesehen hast, ist was? Ist nichts anderes als Geschöpf. Weil du kennst nichts anderes als Geschöpf. Wir kennen nichts anderes als Geschöpf. Und daher ist das niemals möglich, dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala vorstellen können und auch dürfen. Und wenn man das verinnerlicht, dann wird man auch damit aufhören. Dann ist das überhaupt keine Fitna mehr im Kopf. Wallahu ta'ala ala wa a'na.